Liebe Fürstenwalderinnen und Fürstenwalder, uns stehen mit Sicherheit außergewöhnliche Weihnachten bevor. Feiertage, wie sie die meisten von uns bisher sicherlich so nicht verbringen mussten. Weniger soziale Kontakte, leider keine Partys zwischen den Jahren, kein Wiedersehen mit den alten Freunden, die wegen der Familie und zum Fest mal wieder in der Stadt sind. Und bei den meisten vermutlich auch weniger Familienmitglieder als sonst. Es wird ruhiger, das steht sicherlich fest. Ich wünsche allen Fürstenwalderinnen und Fürstenwaldern und ihren Familien trotz allem eine schöne Weihnachtszeit. Ich wünsche euch, dass ihr diese besonderen Tage im Jahr sorgenfrei verbringen könnt. Dass ihr kurz zum Durchatmen kommt und die Zeit genießt, die ihr mit euren Lieben verbringt. Und ich wünsche euch allen, dass ihr vielleicht sogar etwas ganz Besonderes daraus machen könnt. Wir müssen einfach alle wieder etwas zur Ruhe kommen. Physisch werden wir nun dazu gezwungen. Aber auch mental, glaube ich, ist es wichtig, wieder beruhigter und ausgewogener zu werden. Mein Wunsch für euch alle in diesem Jahr, hört euch zu. Hört euch wieder mehr zu, hört euch genauer zu. Nur weil jemand anderer Meinung ist, ist er nicht automatisch ein Gegner. Er muss nicht überzeugt und noch schlimmer, diffamiert oder beleidigt werden. Im Gegenteil, es ermöglicht euch, das eigene Weltbild zu erweitern. Sich nicht ständig in der eigenen Blase selbst wieder zu spiegeln und zu bewegen. Und das letzte Jahr hat uns gelehrt, dass kleine Risse schnell zu tiefen Kluften werden können. Das müssen wir ändern, aus meiner Sicht. Denn das hält unsere Gesellschaft, halten wir nicht lange aus. Ich wünsche uns allen Respekt für die andere Meinung. Ich wünsche uns allen den Mut, andere Ansichten aufzunehmen und aus ihnen vielleicht auch gute Ansätze für sich selbst zu ziehen. Mit mehr Offenheit und Verständnis füreinander. Mehr Fokus auf die eigentliche Sache und vielleicht auch weniger persönlichen Befindlichkeiten würden wir einen guten und großen ersten Schritt machen. Jetzt aber wünsche ich allen Fürstenwalderinnen und Fürstenwaldern frohe Weihnachtstage mit Plätzchen, Geschenken, ganz viel Liebe und in diesem Jahr noch viel mehr gemeinsame Stunden an der frischen Luft. Frohe Weihnachten!